Guten Tag. Mit diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man ein Dokument, einen Bericht gestaltet, bei dem die Seitenzahlen erst beim eigentlichen Hauptteil beginnen und nicht bereits auf der Titelseite oder dem Vorwort Inhaltsverzeichnis. Wenn wir einen Bericht haben, wie dieser hier beispielsweise, haben wir eine Titelseite und da sollte natürlich nicht unten links eine 1 oder eine 0 stehen, sondern keine Seitenzahl. Auch wenn wir da blättern, haben wir da hier noch Inhaltsverzeichnis. Das kann sich teilweise auch über mehrere Seiten erstrecken und wir möchten, dass hier erst dann auf der tatsächlichen Seite 5 jetzt bei diesem Beispiel hier eine 1 steht, weil dort beginnt der Bericht. Leider ist das nicht so einfach in Word einzustellen. Es gibt eine Option, dass man die Titelseite ohne Seitenzahl anzeigen kann, aber wenn wir jetzt wie in normalen Berichten üblich erst bei Seite 5, 6 oder noch später beginnen möchten, dann ist es etwas aufwendig. Wir haben ja eine Anleitung geschrieben, die Sie, falls Sie nicht gerade dran haben, da auf der rechten Seite auch sehen. Die funktioniert sehr gut, allerdings, und das ist ja das Trick hier, muss man die wirklich akribisch befolgen, dass das funktioniert. Ich zeige es einmal vor, was da gemeint ist. Erstens, da haben wir ein ganz leeres Word-Dokument. Es ist am einfachsten, wenn wir das zu Beginn einstellen, bevor wir beginnen mit dem Text zu schreiben. Wir können das auch später machen, das ist dann aber noch trickier. Also mit dem möchten Sie vielleicht nicht gerade beginnen. Erstens steht da, erstellen Sie eine provisorische Titelseite oder halt die echte Titelseite. Ich schreibe da einfach mal Titelseite hin. Das ist okay. Kleines Detail, das ich nicht kümmern muss, ich stelle das noch auf Deutsch um, damit nicht alles rot unterwelt ist. Ich mache den Bericht hier ja nicht auf Englisch. Das ist schon meine Titelseite. Ich mache noch einen kleinen Trick. Hier gehe ich auf das Zeichen alles anzeigen. Das zeigt mir das Steuerzeichen. Das hilft bei solchen Layout-Aufgaben. Da sehe ich, dass ich jetzt dreimal einen Zeilenumbruch gemacht habe und hier ebenfalls einen. Das hilft mir da, Fehler zu finden. Ich gehe jetzt auf eine neue Seite. Auch das klicke ich jetzt nicht hier Enter, wie ich auf die nächste Seite komme, wie das in historischen Zeiten auf der Schreibmaschine geschehen ist, sondern ich klicke hier einfach Control Enter oder wenn ich nicht weiß, wo das ist, kann ich hier auch auf Einfügen und dann, Entschuldigung, Layout und dann Umbrüche und Seite, dass es dann direkt auf die nächste Seite springt. Sehe ich auch hier unten Seite 2 von 2. Ist hier schon der Punkt, gehen Sie auf die nächste Seite, natürlich mit Ctrl-Enter. Dann wäre dann hier das Inhaltsverzeichnis, das kommt dann hier hin. Das lasse ich leer, weil das ja auch der Computer für mich dann später machen kann. Die Zeiten, wo ich von Hand Inhaltsverzeichnisse schreibe, die sind ja endgültig vorbei. Jetzt kommt das erste Spezielle, das man genau befolgen muss. Gehen Sie auf Layout Umbrüche, machen wir doch, da sind wir bereits, Layout Umbrüche, da waren wir vorhin beim Seitenumbruch. Jetzt aber wichtig, Abschnittsumbrüche. Jetzt gehe ich auf die nächste Seite, aber füge noch einen Abschnitt ein. Das schaut gleich aus, auch wenn ich das Dokument ausdrucke, ob das Seiten- oder Abschnittsumbruch ist, sieht man nicht. Aber um das mit diesen Seitenzahlen hinzukriegen, ist dieses kleine Detail wesentlich. Ich bin nun auf der dritten Seite von meinem Dokument. Da würde dann mein Bericht oder meine Arbeit tatsächlich beginnen. Das wäre dann der erste Haupttitel, wie Einleitung, Methoden und so weiter. Und hier sollte es dann auch beginnen mit den Seitenzahlen. Dritte Seite gehe ich auf Einfügen und dann haben wir hier Fußzeile leer, das Einfügen. Dann haben wir hier rechts Fußzeile und ich klicke drauf und mache mal leer. Und ich bin jetzt hier unten in die Fußzeile hineingesprungen. Hier steht Fußzeile Abschnitt 2. Das heißt, der Abschnittsumbruch, den ich reingefügt habe, hat funktioniert. Es steht hier nicht eine 1, sondern eine 2. Jetzt bin ich am richtigen Ort. Abschnittsumbruch sind wir drin. Dann brauchen wir die Seitenzahlen. Auf Seitenzahl gehe ich hier Seitenzahl, Seitenende, wo ich sie haben möchte. Da wurde Zahl 2 vorgeschlagen. Ich darf natürlich auch irgendetwas anderes wählen. Das ist ja am Ende Geschmackssache. Das hat funktioniert. Das ist hier eine 3. Wenn ich da draufklicke, ist die grau hinterlegt. Das heißt, das ist ein Feld, das wird von Word automatisch berechnet. Ich möchte ja nicht auf jeder Seite da etwas von Hand eintippen, sondern das soll automatisch. Es ist ja tatsächlich Seite 3, das soll Word für mich hier erledigen. Wir sind hier bereits bei diesem Punkt hier, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Seitenzahl. Das sehen Sie jetzt nicht, aber ich klicke jetzt die rechte Maustaste drauf. Jetzt ist dieses Menü erschienen und ich gehe nun auf Seitenzahl formatieren. Beginnen bei kann ich jetzt hier eine 1 eingeben, weil das soll ja erst hier starten. Das ist hier bereits gemacht.
Wichtig nun noch das mit vorheriger Verknüpfen wegnehmen. Ich möchte ja nicht, dass das, was vorher war, nämlich nichts, dass das übernimmt, sondern jetzt beginnt es erst, dass ich das löse. Das ist hier verschwunden, dieser Kommentar. Nun bin ich bereits fertig. Ich klicke hier mal weg und kann das Ganze hier. Entschuldigung, ein kleines Detail, muss die Anleitung genau betrachten. Hier bin ich jetzt bei der Fußzeile Abschnitt 1 auf der Seite 2. Das, wenn wir da nachschauen, sieht man ja, das wird dann das Inhaltsverzeichnis. Und hier kann ich nun diese Zahl 2 löschen, weil hier sollte es ja nichts geben. Wichtig, ich musste hier vorhin verknüpfen und entfernen, dass das jetzt gerade nur hier geschieht und nicht überall. Okay, nun Kontrolle. Gehe mal nach ganz oben, um das anzuschauen. Ich blende das auch wieder raus, dass es ausschaut wie dann gedruckt. Wir haben hier die Titelseite. Okay, gehe nach unten, steht nichts. Da Inhaltsverzeichnis, das nirgendwann automatisch kommt. Unten steht nichts. Mein Bericht, da beginnt es jetzt mit Einleitung und so weiter. Unten steht eine 1. Wenn ich da dann schreibe irgendetwas, kann ich auch mit Ctrl-Enter auf die nächste Seite gehen. Dann kommt dann hier noch mehr Text. Das wäre dann sonst noch ein weiterer Titel. Das sind doch dann Dutzende von Seiten bei echter Arbeit. Wenn ich nach unten fahre, wird das Seite 2 und so weiter. Das hat also funktioniert.